Hallo und herzlich willkommen. So sage ich das nie. Moin moin zu einer neuen Folge Let's Brettspiel. Und ihr seht, wir haben es mal wieder nicht geschafft, uns zu zweit oder zu dritt zu treffen. Verena und Patrick fehlen. Ich hatte keine Zeit, wenn sie Zeit haben. Die hatten keine Zeit, wenn ich Zeit habe und so weiter. Und deswegen sitze ich hier wieder alleine und erkläre euch mal wieder ein paar Spiele. Heute geht es hier rum. Würfel. Würfelspiele. Wir fangen wieder mal an mit der Geschichte. Und danach zeige ich euch vier Würfelspiele. Ein Spiel mit einem Würfel, ein Spiel mit zwei Würfeln, ein Spiel mit drei Würfeln und einen Klassiker mit fünf Würfeln. Ihr könnt jetzt raten und in die Kommentare schreiben, welches das wohl wird. Also bis gleich. Ja, wie immer bei so alten Evergreen-Spielen, die wir so haben, kommen wir erstmal zur Geschichte des Spiels, zur Geschichte des Würfelspiels. Heutzutage kennen wir ganz verschiedene Würfel mit ganz verschiedenen Spielen. Ja. Hier haben wir einen sechsseitigen Würfel, hier habe ich einen 20-seitigen Würfel, vierseitige Würfel, achtseitige Würfel. Heutzutage gibt es alle Variationen. Wenn ihr euch ein bisschen im Pen-and-Paper-Bereich auskennt, dann werdet ihr vermutlich relativ viele verschiedene Würfel kennen, aber die Geschichte an sich geht sehr, sehr weit zurück. Angefangen hat wohl alles so in der Antike, also Forscher und Wissenschaftler haben erste Überlieferungen und alte Würfel und Würfelspiele gefunden im antiken Ägypten, Rom, Indien. Da überall wurde schon gewürfelt. In Ägypten zum Teil wurden solche vier seitigen Würfel genutzt, ja, so pyramidenförmige quasi, gibt es heutzutage immer noch. Das sind vierseitige Würfel, da zählt quasi die Augenzahl, ne? Wenn der so liegt, die Augenzahl, die oben liegt. Ich hoffe, man kann das so ganz gut erkennen. Da steht immer an der Spitze so eine Zahl dran. Ja, und von da entwickelte sich das ganze Würfelspiel über die Jahrhunderte und Jahrtausende weiter. Vermutlich gibt es immer noch Spiele, die man früher auch gespielt hat, weil Würfelspiele natürlich immer ein relativ einfaches Prinzip haben. Es geht ums Würfeln. Aber die Geschichte der Würfelspiele ist auch eine heikle, kann man sagen, weil Würfelspiele ist Glücksspiel und Glücksspiel war oft mit Geldwetten verbunden. Und so kam es, dass im Mittelalter in vielen Ländern das Würfelspiel verboten war, dass es Strafen gab, ja. Ich glaube zum Beispiel in Mailand gab es eine Geschichte, dass im Mittelalter das Würfeln in Mailand, das Würfeln um Geld, meistens war es um Geld, verboten wurde, wenn man sich dem widersetzt hat und beim Würfeln um Geld erwischt wurde, teilweise dann auch ohne Geld, weil du kannst ja nicht nachvollziehen, ne, ob die um Geld spielen oder nicht, dann musstest du 100 Lire zahlen. Das ist, glaube ich, für das Mailand damals eine prächtige Summe und musstest dich ungefähr 100 Meilen von der Stadt entfernen. Wurdest du halt verbannt fürs Würfelspielen. Ja, das gab es dann auch noch später, bis ins 18. und 19. Jahrhundert rein waren Würfelspiele verboten. Ja. Bis heute ist ja illegales Glücksspiel verboten. Man braucht einen Glücksspielschein, um so einfach zu würfeln. Geht nicht. Ich würde euch auch nicht empfehlen, irgendwie mit Bekannten loszuziehen und mal um Geld zu würfeln, weil es ist halt Glücksspiel. Eine Menge Schotter dadurch verlieren und das ist halt einfach dämlich. Aber es gibt ein paar sehr schöne Würfelspiele, die sich bis in die heutige Zeit gehalten haben, die man heute natürlich auch ohne Geldeinsatz spielen kann und die, wie gesagt, vermutlich irgendwo in der Historie entstanden sind. Meistens weiß man nicht genau, woher es kommt. Es gibt verschiedene Variationen von Land zu Land, aber es gleicht sich. Also vielleicht ist das ein oder andere Spiel, was ich euch heute zeige, in Frankreich genauso bekannt wie in den USA oder in China. Also wenn ihr zwei Würfel dabei habt, dann könnt ihr auf jeden Fall interkulturell euch verständigen. Jo, und das macht Würfelspielen eigentlich an sich ganz schön. Und ansonsten erkläre ich euch vielleicht noch, was es damit auf sich hat. Oder auch nicht. Bis gleich. Ja, fangen wir mal an mit einem Spiel mit einem Würfel. Alles, was ihr braucht, ist ein Würfel. Ein Würfelbecher braucht ihr gar nicht mal unbedingt. Ist vielleicht empfehlenswert, macht die Sache einfacher. Ja? Ansonsten einen sechsseitigen Würfel,
von 1, 2, 3, 4, 5 bis 6. 6 in diesem Fall, bei diesem Würfel, ist das Wappen von Hamburg. Sehr schöner Würfel, den ich mir mal zugelegt habe. Ansonsten Block und Papier. Block und Papier, was labert der? Block und Stift natürlich, um gleich was auszuschreiben, denn wir spielen Hausnummern. Hausnummern kann man zwei bis so viele Leute, wie ihr wollt, im Prinzip spielen. Irgendwann wird es vermutlich unübersichtlich. Und das Spiel funktioniert so: ihr bildet eine dreistellige Hausnummer. Das heißt, Spieler 1 ist dran, ja, würfelt eine 4 und ihr stellt euch jetzt eine Hausnummer mit drei Stellen vor. So, das ist Spieler 1. So, und Spieler 1 kann sich überlegen, an welche dieser Stellen seine 4 jetzt soll. Sagen wir mal in die goldene Mitte. So, zweiter Würfelwurf, eine 1. Möchte Spieler 1 hier hinstellen. Dritter Würfelwurf, eine 5. Alles richtig gemacht. 5 kommt hier vorne hin. Damit ist die Hausnummer von Spieler 1 541. So, dann ist Spieler 2 dran. Auch der stellt sich eine Hausnummer mit drei Zahlen vor, würfelt, zack, hat hier eine 6. Die 6 auf jeden Fall hier vorne hinschreiben. So, dann ist es eigentlich schon fast egal, was wir machen. Ich spiele jetzt nämlich mal für zwei Spieler eine 2. Die 2 schreiben wir dahin. Hat eine 4. Die 4 schreiben wir dahin. So, beim Spieler 1 gegen Spieler 2 hat Spieler 1 verloren, denn die Hausnummer von Spieler 2 ist größer. So. Das könnt ihr jetzt mit drei, vier oder fünf Spielern machen. Ihr würfelt, sucht euch aus, wo die gewürfelte Zahl in eure Hausnummer reinkommt. Und der mit der höchsten Hausnummer hat gewonnen, der mit der niedrigsten Hausnummer hat verloren. So, wie gesagt, was das dann damit zu tun hat, wenn man verliert, die Stadt Lingen, ja, muss ich euch nicht erklären. Viel Spaß damit. Unser nächstes Würfelspiel heißt Meiern oder Mäxchen oder Schummelmäx. Regional verschieden, aber ich glaube, fast alle kennen das. Vielleicht eure Eltern, Großeltern, je nachdem, wie alt ihr seid. Vielleicht kennt ihr das selber auch, das Spiel. Alles, was wir diesmal brauchen, sind zwei Würfel. Ja. Was wir auch brauchen tatsächlich ist ein Würfelbecher. Das ist wichtig tatsächlich bei dem Spiel. Und ein Spielblock. Also da muss nichts draufgeschrieben werden, das muss einfach eine harte Unterlage sein, dass man hier drauf gleich so ein bisschen würfeln kann. So, die zwei Würfel kommen in den Würfelbecher. Spieler 1 beginnt. Ihr könnt das spielen ab drei Personen, zwei Personen lohnt sich eigentlich nicht. Und dann so viele ihr wollt. Wie gesagt, auch da wird es irgendwann unübersichtlich, aber auch als Partyspiel mit 10 Leuten ist es durchaus möglich. Spieler 1 beginnt, würfelt und guckt geheim unter seinen Becher. So, und sagt die Kombination an, die er hat. In meinem Fall ist das hier ein Dreierpasch. Zwei Dreien, das ist ein Dreierpasch. Das gäbe es auch mit zwei Zweien, das ist ein Zweierpasch. Zwei Sechser, das ist ein Sechserpasch, das ist eigentlich so das Höchste. So, weitere Kombinationen wären unterschiedliche Zahlen. Die höhere Zahl ist immer euer Zehnerwert, die niedrige Zahl euer Einerwert. In diesem Fall wären es 53. 43. 41, was ist ein Zweierpasch, 62, ja, und so spielt sich das hoch. Ihr würfelt also quasi, guckt geheim unter den Becher und ich sage euch als nächsten Spieler an, ich habe eine 54. Jetzt habt ihr die Wahl, nehmt ihr die Würfel an, ja, glaubt mir, dass ich 54 habe, denn Achtung, Lügen ist in diesem Spiel ausdrücklich erlaubt. Darum geht es nämlich. Ihr könnt jetzt den Becher annehmen mit meiner, was habe ich gesagt, 54. Dann seid ihr dran. So, würfelt dann selber und müsst jetzt eine höhere Zahl erwürfeln als die 54. Sechserpasch. True, habt ihr tatsächlich lucky, gut gewürfelt. Und das eben immer weiter. Also nach einer 54 müsstet ihr mindestens eine 61 würfeln. Eine 62, 63, 64, 65. Dann mindestens ein Einerpasch, Zweierpasch, Dreierpasch, Viererpasch, Fünferpasch, Sechserpasch. Ihr müsst es immer schaffen, höher zu würfeln, wenn ihr es mal nicht schafft. Also mal angenommen, ihr hättet jetzt eine 3 und eine 2 gehabt. Ich hätte eine 54 und ihr müsst an den nächsten Spieler weitergeben. Dann könnt ihr natürlich nicht sagen 32, weil dann habt ihr verloren.
So. Sondern ihr sagt, na, ich habe eine 61. Dann kann der nächste Spieler wieder sagen, ey, ich glaube euch, ich nehme den Würfelbecher. Sobald er annimmt, muss er das nächste Mal höher als 61 würfeln. Oder er sagt, ich glaube euch nicht. Dann müsst entweder ihr oder er den Becher heben, und eben rausfinden, ob das eine Lüge war oder nicht. Wenn ihr beim Lügen erwischt werdet, verliert ihr einen Punkt oder so, werdet beim Lügen erwischt. Wer verliert, sprich, hätte auch sein, achso, genau, es hätte auch sein können, dass ihr eine 61 habt und euch der nächste Spieler das nicht glaubt. Dann hat er verloren. Das heißt, er hat den Deckel gelüftet. So, ja, zack, er hat eine 61, er lüftet den Deckel. Ihr habt aber gar nicht gelogen, dann wurde er erwischt. Der quasi verliert, weil er nicht mehr höher kommt, beim Lügen erwischt wird oder eine Zahl abhebt, die, oder einen Becher abhebt bei einer Zahl, die nicht gelogen war, hat verloren. Eine besondere Sache gibt es noch, nämlich die 21 quasi, eine 2 und eine 1. Das ist ein sogenanntes Maxchen oder ein Meier oder ein Schummelmax, daher auch der Name des Spiels, je nachdem, wie man es sagt. Die 21 eigentlich ja die niedrigste Zahl, in dem Fall aber haben alle außer ihr die Runde verloren und kriegen Minuspunkt oder ihr kriegt einen Pluspunkt, je nachdem, wie ihr es spielt. Ja, und so geht das reihum. Wer verliert, ist als nächstes dran, würfelt wieder das erste, gibt die erste Zahl vor, eine 52, gibt an den nächsten weiter. Ne, also immer einer neuen Runde müsst ihr nicht mehr die Werte der Vorrunde übertrumpfen, sondern fangt einfach mit einer neuen Zahl an. Ja, und so könnt ihr euch durch den ganzen Abend spielen, würfeln, sagen, ich habe eine 64 und gucken, ob ich lüge oder nicht. Ja, und wie gesagt, wer erwischt wird, wird erwischt. Und was das ganze Spiel mit Lingen zu tun hat, ja, und dem Lügen und erwischt werden und verlieren, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht. So, wir sind beim dritten Spiel der Folge, diesmal mit drei Würfeln, wieder drei Sechserwürfel, ganz normal. Was wir brauchen, ist nicht unbedingt ein Würfelbecher. Eigentlich brauchen wir nur drei Würfel. Im Idealfall noch Zettel und Stift, damit man noch ein bisschen was aufschreiben kann. Aber jetzt nicht unbedingt nötig. Wir spielen Paschen. Paschen ist ein französisches Spiel. Wird mit mindestens drei Leuten gespielt, weil es sonst einfach keinen Sinn macht. Und ist so ein bisschen wie Würfelpoker, kann man sagen. Und zwar geht es darum, dass es einen Spieler gibt, der ist die Bank. Quasi der Bankhalter, der geht immer rum von Runde zu Runde. Ja. Jeder ist mal Bankhalter, immer nacheinander. Im Uhrzeigersinn, gegen Uhrzeigersinn, völlig egal, wie ihr es macht. Und im Idealfall habt ihr Pokerchips oder eine virtuelle Währung oder sonst irgendwas. Der Bankhalter setzt den ersten Einsatz, der gibt quasi einen Starteinsatz, sagen wir mal 10 Pokerchips. So, der nächste Spieler setzt quasi gegen die Bank, entweder auch 10 oder weniger. Mehr darf er nicht setzen, das bekommt er wieder zurück. Der dritte Spieler setzt auch, der vierte und so weiter, ne? Je nachdem, mit wie vielen Leuten man das spielt. Eine Höchstgrenze gibt es auch da eigentlich nicht. Das ist eigentlich auch ein Partyspiel, wenn ihr das alle immer ordentlich aufschreiben könnt, dann passt das schon. So, und dann geht es eigentlich nur darum, ob man mit einem Würfelwurf über die Zahl 11 kommt. So, man würfelt, schaut, sind das 11 Augen? Das sind 10. Alle Würfe unter 10 gehen an die Spieler 1 zu 1. Sprich, die Bank verliert ihre 10 Gesetzten. Die Spieler haben ja alles in den Pott geschoben. Sagen wir, der eine hat 3, der andere hat 2, sondern sind 15 drin. Dann wird das gleichmäßig aufgeteilt. Ja, der mehr setzt, kriegt im Zweifel ein bisschen mehr. Oder man sagt, der links von der Bank sitzt quasi im Uhrzeigersinn, bekommt dann den einen mehr. Es wird einfach 1 zu 1 aufgeteilt. Und so spielt man sich durch den Abend. Ist ein reines Glücksspiel. Wenn die Bank 11 oder höher würfelt, bekommt sie eben alles. Ja, und da wird einfach drauf gespielt, wer die höheren Würfel macht und wer besser zocken kann im Prinzip. Eins der Spiele vermutlich, weswegen dieses illegale Glücksspiel verboten wurde. Deswegen rate ich euch ernsthaft, spielt es halt mit normalen Pokerchips oder so, nicht um Kohle oder so, weil das macht in dem Spiel keinen Sinn. Es gibt keine großartige Taktik. Es ist einfach nur ein schicker Zeitvertreib, wenn ihr drei Würfel da habt, vielleicht was zum Schreiben oder irgendwas, mit dem ihr so Punkte auszählen könnt, dann funktioniert das so. Bank gewinnt oder Bank verliert, beziehungsweise die anderen gewinnen oder verlieren. So.
Schon wieder dieses Lingenglas. Ich nehme das jetzt mal vom Tisch. Ich verstehe das nicht. Ist auch egal. Ja. Achso, es gibt noch eine Spielvariation. Wenn du drei unterschiedliche Zahlen hast, also sagen wir mal 5, 3, 1, dann zählt der Würfelwurf nicht und muss nochmal geworfen werden, bis man eben mindestens zwei gleiche dabei hat oder so. Kann man verschiedene Variationen spielen. Da fällt euch bestimmt auch noch was ein. Und ja, nächstes Spiel. So, kommen wir zum nächsten Spiel. Jetzt nicht mit 4 Würfeln, sondern direkt mit 5. So, und wer hat es schon erraten, um welches Spiel es geht? Ein All-Time-Favorite-Klassiker, Kniffel. Ich vermute eigentlich, dass ihr alle Kniffel kennt. Aber vielleicht gibt es da draußen noch ein paar Leute, die nicht Kniffel kennen. Und deswegen bringe ich es mit in die Liste ein. Ansonsten ist das einfach mit einem Würfelbecher und ein paar Würfeln am einfachsten zu spielen. Im Idealfall habt ihr so einen Block. Da stehen alle Variationen drauf, die ihr während des Spiels erwürfeln müsst. Die findet ihr im Internet zum Ausdrucken. Ihr könnt euch das aber auch, wenn ihr ein Blatt Papier und Stift habt, ja, könnt ihr euch das auch selbst aufschreiben für jede Person. Und dann wird eben so gekniffelt. So. Das Spielprinzip ist relativ einfach. Ihr habt 5 Würfel, im Idealfall ein Würfelbecher, muss aber auch nicht sein. So, der erste Spieler beginnt, würfelt, zack, das würde brennen, man kann es ja mal runternehmen, so. Und kann sich ja entscheiden, welche Würfel er jetzt rausnehmen möchte oder drin lassen möchte. Sagen wir mal hier, er nimmt 2 Viererwürfel raus, so, dann wird nochmal gewürfelt, zack, keine Vierer dabei, so, dann wird nochmal gewürfelt, zack, hier ist noch ein Vierer dabei. So, er hat 3 Vierer gesammelt und dann werden die 3 Vierer jetzt hier bei den Vierern eingetragen. Zwischendurch hätte er auch theoretisch die Vierer nochmal reinlegen können und was anderes hätte anfangen können zu sammeln. Jeder hat eben 3 Würfe und kann mit den 3 Würfeln versuchen, hier verschiedene Kombinationen zu sammeln. Die Kombinationen sind 1er Pasch, 2er Pasch, 3er, 4er, 5er, 6er, 3er Pasch, also 3 gleiche, im Idealfall 3 Sechsen oder 3 Fünfen, 4er Pasch, 4, ne? Full House, das ist ein 2er plus ein 3er, so wie es beim Poker, vielleicht kennt ihr das vom Poker auch. Eine kleine Straße, sind 4 in Folge, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4. Eine große Straße ist ein 5 Würfel, 1, 2, 3, 4, 5 oder im Idealfall 2, 3, 4, 5, 6. Und eine Chance, also quasi ein leerer Wurf, da zählen einfach alle eure Augen, wenn ihr mal richtig Grütze gewürfelt habt. So, das Ganze wird durchgespielt bis, gibt dann, wie viele Runden gibt es? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Runden, ja. So, dass jeder alles voll bekommt. Wenn ihr irgendwo schon was stehen habt, also ihr habt die Sechser schon gemacht, dann könnt ihr es natürlich nicht nochmal bei Sechsern hinschreiben. Dann müsst ihr es irgendwo anders bei einem Pasch hinschreiben, meinetwegen. Und nach 12 Runden ist eben vorbei, dann habt ihr auf jeden Fall das ganze Feld gefüllt. Irgendwie müsst ihr es füllen, auch wenn Grütze dabei rauskommt. So, oder ihr habt irgendwas nicht geschafft. Und dann werden eben die Punkte zusammengezählt. Immer die Augenzahlen. Und am Ende, wer die meisten Punkte hat, gewinnt. Freunde, einfaches Spiel. Wer kein Kniffel kennt, weiß ich es auch nicht. Aber ich wollte es einfach mit reinbringen, weil es ist ja mal ein Easy-Würfel-Spiel. So, und das kennt auf jeden Fall jeder und das kann auf jeden Fall jeder spielen. Und es ist, glaube ich, auch zum Mitnehmen auf Reisen. Ne? Wenn man gar nicht weiß, was man hat, dann nimmst du Kniffel mit. So, kann auch jeder spielen. Also das geht ab, ich tippe mal so 7, 8 Jahren, wenn man so Grundrechnen im Kopf hat, geht das klar, glaube ich. Und von 2 bis ewig viele Spieler, ja. That's it. Und dann machen wir weiter. So, Freunde, das waren unsere 4 Spiele mit Würfeln, Würfelspiele. Es war natürlich nur ein kleiner Auszug. Also es gibt Hunderte, vermutlich Tausende, weiß ich nicht, von Würfelspielen. Ihr könnt ja mal bei Wikipedia oder so gucken, wenn ihr da Würfelspiel eingebt. Da habe ich auch die Geschichte der Würfelspiele her, logischerweise. Viel besser habe ich es auch nicht recherchiert. Aber da sind, keine Ahnung, 20, 30, 40, 50 Beispiele an Würfelspielen, die relativ bekannt sind mit den Regeln dazu. Da kann man immer ganz gut reingucken und einfach mal abchecken, was es so gibt, wenn einem wirklich langweilig ist und man hat nur ein paar Würfel zu Hause. Ansonsten hätte ich natürlich gesagt, Würfelspiele geht es ja nicht nur eigentlich ums Würfeln. Mittlerweile sind Würfel ja irgendwie
ein Teil in vielen Spielen, ja, ob man Risiko spielt zum Beispiel oder Monopoly oder Mensch ärgere dich nicht. So, der Würfel ist halt Teil davon, dass man Felder zieht oder Sachen machen kann. Ist einfach wie so ein Werkzeug in verschiedenen Spielen geworden, was da funktioniert. Und das ist für ein Spielgerät ist sehr spannend, wie ich finde. So, und natürlich haben sich hier auch Würfel weiterentwickelt. Es gibt klar diese sechsseitigen hier, aber es gibt eben auch 20-seitige, 8, 10, 12, 4-seitige Würfel. Ich hatte auch überlegt, ob ich euch ein bisschen was zu Pen and Paper erkläre. Da braucht man die dann alle. Das ist auch im Prinzip ein Spiel mit Würfeln, Stift und Papier. Vielleicht mache ich das mal eine extra Folge, möchte ich euch aber nicht versprechen, weil das einfach ein sehr komplexes Thema ist und ich glaube, ich gar nicht wüsste, wie ich da anfange. Aber wenn ihr da Interesse habt, so ein bisschen an so Rollenspiel mit Würfeln und Stift und Papier und ein bisschen Fantasie, könnt ihr mal gucken, gibt es im Internet, glaube ich, auch noch und nöcher zu finden. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst ein Abo da, ein Like, drückt die Glocke, gerne einen Kommentar, das ist gut für den YouTube-Algorithmus. Und natürlich, wenn ich irgendwas falsch erklärt habe oder ihr irgendwelche Wünsche habt oder so, die Kommentarspalte ist unser Bereich zum Kommunizieren quasi. Da könnt ihr uns erreichen. Wir lesen das auch, auch wenn wir nicht immer darauf antworten. Und dann, wenn da irgendwelche Wünsche sind oder wenn ich irgendwie Bullshit gelabert habe, dann ja, werde ich es da lesen. Soweit erstmal. Vielen Dank. Bis zur nächsten Folge. Ich bringe jetzt dieses Glas weg. Tschüss.